Höret die Gebote, die ich heute vor euren Ohren rede, und lernt sie und behaltet sie, dass ihr danach tut. Betrachte Tiere als Ressourcen und Waren, mit denen du nach Belieben verfahren darfst. Tiere sollen für dich keine Individuen mit ihren eigenen Bedürfnissen und Persönlichkeiten sein, sondern Arbeitsmittel und Produkte. Hinterfrage dein Handeln und deine Einstellung bezüglich des Tierkonsums nicht. Verteidige vehement den Status quo. Berufe dich auf Normalität, Traditionen und vermeintliche wirtschaftliche Notwendigkeiten. Was du schon immer gemacht hast, ist gut und bedarf bei allen Konsequenzen keiner Veränderung. Mach mit Argumenten, was du mit Tieren machst. Nutze sie, wie es dir passt. Verweise auf Sojaprodukte, aber ignoriere, dass das meiste Soja in der Tiernutzung landet. Berufe dich auf die Natur, während du im Internet nach Argumenten gegen den Veganismus suchst. Entdecke dein Herz für Pflanzen, wenn es gegen den Veganismus geht, aber ignoriere, dass Tiere in der Tierhaltung ein Vielfaches an Pflanzen verbrauchen. Leugne die Wirklichkeit des Tierkonsums. Sage, dass du nur ganz selten tierliche Produkte konsumierst. Und wenn dann nur aus Biohaltung. Wenn du aktiv Tiere nutzt oder tötest, dann verweise auf rechtliche Standards und vor allem darauf, dass andere viel schlimmer mit Tieren umgehen. Das Nutzen und Töten von Tieren soll für dich nicht der letzte Lösungsweg sein, sondern die erste Instinkthandlung. Backe einen Kuchen nicht mit Hafermilch, Margarine und Seidentofu, wenn du ihn nicht auch mit Butter, Eiern und Kuhmilch backen kannst. Kaufe Schuhe nicht aus Stoff oder pflanzlichem Material, sondern aus Leder. Denke nicht über alternative Möglichkeiten nach, den Wald zu pflegen, sondern erschieße Millionen Kaninchen, Rehe und Wildschweine. Fordere Toleranz für den Tierkonsum und poche auf deine Freiheit, Tiere nutzen und töten zu dürfen. Ignoriere, dass du Toleranz und Freiheit jenen Tieren verwehrst, die du konsumierst, nutzt oder tötest. Lass dich von den Blicken leidender Tiere nicht stören. Mitleid ist Schwäche. Wer mitleidet, verliert. Sag, dass Menschen wichtiger sind als Tiere. Kümmere dich gleichzeitig kein bisschen um das Leiden von Menschen, sondern nutze es als Ausrede, Tierrechte zu ignorieren. Empöre dich über vegane Kindererziehung. Für dich ist es dagegen in Ordnung, Kinder im Sinne des Tierkonsums zu beeinflussen. Immerhin kannst du dich auf die Vernunft und den gesunden Menschenverstand stützen und bist damit unantastbar. Die anderen sind ideologisch, niemals du selbst. Reduziere Veganismus auf eine Ernährungsweise und missachte seine offizielle Definition. Weise VeganerInnen darauf hin, dass es unmöglich ist, keine Tiere und deren Produkte zu nutzen, weil das gar nicht der Definition entspricht. Verwende das als Ausrede, nichts ändern zu müssen. Ich bin nicht der offizielle Vegan-Papst. Der unter Polizisten, Bankiers, Richtern, Henkern, Offizieren, Kirchenbossen, Politikern und ähnlichen Vertretern der Macht geduldet wird. Ich bin nicht euer Superstar.